Kannst du ihn umbringen? Der sieht gut aus. 84. 94 ist besser. So, Boyd bringt jetzt den um, dann gehen wir nach oben mit Titania, um den nächsten Dicken zu holen. Wie viel kann der sich bewegen? Welche Reichweite hast du nochmal? Wie komme ich hier nochmal zurück? Reichweite 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der könnte rein theoretisch hier hinlaufen, wenn ich ihn umbringe. Schaffe ich es, dich umzubringen? Kurzspeer? Langspeer. 79? 89. Dann mache ich das so. Dann läuft Chino nach unten und Titania stellt sich in den Eingang. Ist mir egal, dann kriegt halt Titania die ganzen Erfahrungspunkte, Hauptsache Chino und stirbt nicht. So, Level up für Oscar. Ich glaube, der ist in dem Part ja schon 3 Level gestiegen. Super gemacht. Einen Thronschlüssel haben wir erhalten. Ah, ich kann mich noch weiter bewegen. Cool. So. Und weg hier. Weg, 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 weg. Du musst warten. Wie weit kommst du? Ich würde mit denen gerne weiterlaufen, aber ich kann ihn nicht verteidigen. Ja, dann musst du Opfer spielen. Du stellst dich mal hier hin. Du stellst dich mal da hinten hin. Dann laufen wir alle mal hier rüber. Und du machst jetzt jemanden tot. Wen denn? Den da. Panzerbrecher. Auf Wiedersehen, Panzerbrecher. Dann kannst du meinem Gatri schon mal nicht mehr wehtun. Er kriegt ein Level up. Ich hoffe, ich komme mit Soren noch ein bisschen nach oben, um ein paar Erfahrungspunkte abzustauben. Dass die jetzt nicht alle nur an Gatri und an Oscar sich die Zähne ausbeißen. Und dann ist die Situation erstmal entschärft. Jetzt muss ich nur noch mit den richtigen Leuten die Kisten öffnen, damit das Inventar, also die Sachen, die ich loote, nicht verschwendet sind. Am besten mit Soren, der hat den meisten Platz. Und dann gucken wir weiter. Okay, ich denke, Gatri kriegt jetzt die ganzen Erfahrungspunkte ab. Aber ist auch nicht das Schlechteste, weil ich mag ihn irgendwie. Ich würde ihn auch gerne weiter mitnehmen. Titania schwächt. Boyd kann dann den letzten Schlag machen. Sieht alles bis jetzt ganz positiv aus. Drei kleine Schnitzer im Moment drinne. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden. Hallo? Warum haut der einfach ab? Geht's noch? Der haut einfach ab? So. Du hast den meisten Inventarplatz, deswegen tauschst du jetzt bitte mal den Thronschlüssel und wartest. Der muss geheilt werden. Wer muss noch geheilt werden? Du machst den hier tot. Dann kriegst du Erfahrungspunkte, dann heile ich und dann loote ich die zwei Kisten. Und dann marschieren wir alle zum Boss. Der Boss, der hat Elfenlicht, also der zaubert. Deswegen sollte eigentlich Soren gegen den kämpfen. Weil er am meisten Magieresistenz hat. Ich komme nicht ganz zu dir, dann laufe ich mit ihm ein bisschen vor, dann kann ich dich nämlich heilen. Dann fühle ich mich besser. Wenn wir noch einmal heilen, ist jetzt Stab zerbrochen und dann haben wir wieder einen Inventarplatz frei. Ja, als nächstes wird Oscar nämlich gehalten von dir. Und dann würde ich sagen, marschieren wir alle mal ein bisschen nach oben hier.
Wie gesagt, die greifen nicht an. Sollten rein theoretisch nicht angreifen. Wer weiß, wer weiß. Katri, du stellst dich mal hier hin. Die verbrauchen ihre ganzen Heiltränke. Und dann kann ich sie nicht mehr klauen. Ich möchte einen Dieb in der Gruppe haben. Klauen macht so schön Spaß. So, ja, farm munter weiter XP. Du machst hier mal ein paar Kisten auf. Und hast einen Magieschild. Ja. So, du bist jetzt erstmal tot. Und dann knüpfen wir uns hier einen nach dem anderen vor. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die XP ein bisschen besser verteile. Wie gesagt, der macht ganz schön Aua. Angriff 13, wo steht denn Magie? Magie 8. Der ist nun Heiler, der ist mir egal. Den da muss ich aber noch anvisieren. So, mit dem hier wollte ich nochmal ihn heilen, weil Oscar auch schon ganz schön am Arsch aussieht hier. Und dann geht's. Heilung ist zerbrochen, wir haben einen weiteren Inventarplatz frei. Und mit denen gehe ich jetzt oben lang. So. Und im nächsten Zug greifen wir den Endgegner an. Der hat jetzt mal gezeigt, was er kann, dass er seine Freunde heilen kann. Arcanum erhalten. Was ist das? Irgendwie kann ich... was ist das? Lässt den Anwender in der Basis die Fähigkeit Arcanum erlernen. Ich weiß aber nicht, was Arcanum macht. Was ist Arcanum? Das ist da aber nicht gut beschrieben. Talion hat die Vorteil. Reizen. Energie. Adept. Ich weiß nicht, was Arcanum ist. Okay. Der ist schwach gegen, gegen Zauber. 5? Der macht nur 10. Gut, dann wartest du mal hier. Du wartest da. Du stellst dich mal daneben. So, wir ganz vorsichtig. Ich möchte jetzt beim Endgegner passiert es mir so oft, dass mir die Leute wegsterben, weil ich dann zu schnell bin. So, Lanze gegen Schwert. Ike wird ein bisschen was einstecken müssen, oder er? Nee. Diesmal ist er nicht vorbeigehuscht, aber er hat gut geschwächt. Mia kann ihn aber trotzdem noch nicht besiegen. Sie ist ja nicht dafür geeignet, den fertig zu machen. Außer ich hätte jetzt einen Panzerbrecher dabei. Hast du den? Ne, den habe ich ja jetzt ihm gegeben. Warte mal. Kannst du mit dem Panzerbrecher umgehen? Ja, aber er kann nicht angreifen. Ich will den jetzt fertig machen. Dann eben keine weiteren Erfahrungspunkte für Mia. Die werden wir dann in dem nächsten Level trainieren. Ist ja in Ordnung, also so schwach ist er ja jetzt noch nicht.
Hier, Level 9, Level 6 ist er, also so weit von den anderen ist er gar nicht entfernt. Ich habe nur Schiss mit dem hier weiterzulaufen. Ich genau weiß, dass er echt schwach gegenüber Magie ist. Super, vorbei. So. Das wäre schon mal das. Ich kann jetzt wieder zurückgehen. Guck, wenn ich jetzt mal den angreife. Der macht 12 Schaden. Ist schon echt heftig. Also, den möchte ich nicht da in der Nähe haben. Der macht auch 12 Schaden auf ihn. Ja, und auf dich. Ich möchte aber den Dicken eigentlich weghaben, aber nicht mit 3. Das reicht nicht ganz. Das würde reichen. Hoffentlich mal kriegt Oskar das hin. Oskar nicht daneben treffen. Super, und nochmal. Nein. Und nochmal. Ja, super. Perfekt. Es ist nur noch der Endgegner und der Heiler. Jetzt kann man nämlich, wenn man möchte, seine Truppe ein bisschen hier leveln. Und zwar könnte man, weil der Endgegner sich nicht bewegt, den immer angreifen und den dann heilen lassen von dem Heiler. Und so könnte man sein Team ein bisschen hochpushen. Soren kriegt gar keinen Treffer. Schade. Wenn Soren jetzt noch Wind gehabt hätte, dann hätte er den fertig machen können. Beziehungsweise dann hätte man Soren hier ein bisschen trainieren können. Aber so geht es leider nicht. Dann kriegst du keine Erfahrungspunkte, Soren. Tut mir echt leid. Der ist Level 9, der ist Level 13, 9, 6. Mia sollte Erfahrungspunkte kriegen. 4, 8, aber sie wird getötet. Ist nicht so nett. Jemand müsste den vorschwächen. Und dann könnte sie ihn umbringen. 15, 73%. 73%, ich weiß nicht, ist das ein bisschen zu wenig, oder? Ich will nicht, dass jemand jetzt stirbt. 14, 72. Boah, ist das ein. Wir bringen ihn jetzt um. Boy, triff. Bitte triff. Ha, ihr seid Abschaum. Ihr seid es nicht wert, von General Petrin betrachtet zu werden. Nee, beachtet zu werden. Ja, betrachtet. Kommt auch hin. Ich werde eure Knochen rösten und sie ihr als Trophäe überreichen. Der scheint sie zu mögen. Und natürlich hat Boyd nicht getroffen mit 73%. Natürlich hat er das nicht. Warum auch? Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme, dass der treffen könnte. Ist doch nicht normal. So, dann machen wir das jetzt mit dem hier. 72. Probieren wir es mal. Nicht kritten, Oskar, aber bitte treffen. Okay. Ich will, dass Mia ihn umbringt. Das müssen wir noch irgendwo hinkriegen. So, Mia. 12 macht der. Oder 8. Immer noch nicht ganz. 9, 18, dann wäre er tot. Wäre auch tot. Ich brauche noch irgendeiner, der den noch mal ein bisschen schwächt. Aber ich habe niemanden mehr, der was werfen kann.
Boah, es geht mir gerade voll auf den... Ich habe niemanden mehr, der was werfen kann, außer sie, und die bringt ihn höchst vom... Also, bestimmt um, ja, ja. Ja, Mia, tut mir echt leid. Hat nichts gebracht. Dann kriegt Eik die Erfahrungspunkte. Oder? 11. 13. Ja. Tut mir leid, Mia. Dann darfst du den Heiler umbringen. 12 zweimal. Stahlschwert 15. 79% ist mir jetzt ehrlich gesagt zu kritisch. Ich gehe jetzt lieber auf Nummer sicher mit 94%. Wow, du bist also ein Magier. Das bin ich, du Wurm, und ich werde dich in Flammen aufgehen sehen. Und ich werde dich zerschnipseln. Ah. Und tot. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und es ist nur noch der Magier übrig. Ike hat ein Level Up. Verteidigung wäre noch schön gewesen. So, Mia, kriegst du sie tot? Nein. Ja. Dann kriegst du wenigstens von dem noch Erfahrungspunkte. Reicht doch auch eigentlich. Schwupps. Unsere erste Myrmidone im Team. Schade, das hat nicht ganz gereicht für ein Level Up. Ich muss Vater finden. Wo ist er nur hingegangen? Titania ist mein Vater. Keine Sorge, Commander Krall ist der beste Kämpfer. Ihm wird nichts passieren. Räudiger Hund, wer bist du, Mann? Du siehst aus wie ein gewöhnlicher Söldner, aber du kämpfst wie ein Dämon. Was ist los? Gibst du schon auf? Und gebe mich geschlagen? Ich mach dich nicht lächerlich. Hier sind sie! Hier! Verdammt, der Gegner bekommt Verstärkung. Vater, lass uns von hier verschwinden, es sind so viele. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Wir sind umzingelt. Das Blatt hat sich gewendet, nicht wahr? Alle Truppen, greift an! Tötet sie alle! Das Glück scheint uns verlassen zu haben. Vater, du musst überleben, Ike. Ich werde dich nicht verlieren, nicht an einem Ort wie diesem. Bist du bereit? Ja, Commander. Ihr könnt nirgendwo hin. Verflucht eure Götter, denn sie haben euch verlassen. Was war das? Raubtiermenschen! Galia-Soldaten! Raubtiermenschen! Rennt! Wir werden sonst in Stücke gerissen. Bleibt, wo ihr seid. Ihr alle. Keine Panik. Ich bringe den eigenhändig um, der als erster dem Feind den Rücken kehrt. Nein! Puh, nutzlose Feiglinge. Einer wie der andere. Raubtiermenschen! Achtung, der Ainz-Soldaten! Verlasst diesen Ort! Sofort! Voll süß! Folgt ihr diesem Befehl nicht, unverzüglich werdet ihr Galias ganze Stärke zu spüren bekommen. Ihr könnt mich bedrohen, so viel ihr wollt. Ihr macht mir keine Angst. Wenn ich gehe, wird seine Majestät mich hinrichten lassen. Ich sterbe lieber im Kampf und im Besitz meiner Ehre.
Zieht euch zurück, General Petrin. Der Schwarze Ritter. Ihr braucht euch vor dem König nicht zu fürchten, ich werde es ihm erklären. Nehmt eure Männer und zieht euch zurück. Tja. Alle Truppen, Rückzug. Er starrt dich an, Vater. Ja, das tut er. Hey, sag bloß, du willst es allein mit uns allen aufnehmen. Vater? Wer war der Typ? Vater, Bruder, Alia, Master Krall, My Lord Ike, ich bin so froh, dass es euch gut geht. Prinzessin Elincia, warum seid ihr zurückgekehrt? Die Prinzessin hat Galia um Hilfe gebeten, eure Söldnertruppe zu unterstützen, daher sind wir hier. Bist du ein Halbmensch aus Galia? Halbmensch? Es braucht schon viel Arroganz, so einen Namen zu verwenden. Glaubst du, nur ihr hättet den Namen Mensch verdient und wir Lagus stünden unter euch? Und da du uns Halbmenschen nennst, sind wir noch viel weniger Menschen für euch? Es tut mir leid, aber ich kenne keine anderen Namen für euch. Solltet ich dich beleidigt haben, so nimm bitte meine Entschuldigung an. Wie soll ich euch nennen? Lagus? Wäre das passender? Hä? Du hast ja Manieren. Sehr seltsam, aber mir gefällt das. Und du bist... Wer bist du eigentlich? Ich heiße Ike, Ike von Krals Söldnern. Ich bin Ranulf, ein Krieger aus Galia. Wir wussten erst nicht, was wir davon halten sollten, als eine Gruppe Beorg durch Galias Feld stolperte. Stell dir unsere Überraschung vor, als ich herausstellte, dass Prinzessin Elincia zu dieser Gruppe gehörte. Das war vielleicht ein Schock. Vor 2 Tagen hat Daen die Eroberung bekannt gegeben. Wir dachten, die königliche Familie von Krimea sei ausgelöscht worden. Eroberung? Sie haben Krimea erobert? Dann ist Krimea also... Ich habe die Nachricht bereits von My Lord Ranulf vernommen. Nachdem ich aus der Hauptstadt geflohen bin, mein Onkel, My Lord Renning, er... Ich bin nun ganz allein, Prinzessin Elincia. Unser König hat daraufhin zusätzliche Patrouillen entlang Galias Grenzen angeordnet. Es ist kein Zufall, dass meine Krieger hier sind, um euch zu unterstützen. Ich verstehe. Aber zunächst muss ich Prinzessin Elincia zum König geleiten. Was den Rest seiner Truppe angeht, Ike, muss ich erst Befehle meiner Vorgesetzten einholen. Solange könnt ihr euch im alten Schloss von Galia ausruhen. Es tut mir leid, aber ich kann eine so große Anzahl Fremder nicht einfach so in das Schloss bringen. Das verstehe ich, Commander. Das wird doch kein Problem sein. Commander? Bitte? Was ist los? Du hörst mir überhaupt nicht zu. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Ich habe über etwas nachgedacht. Nun, wie sieht unser weiteres Vorgehen aus? Prinzessin Elincia wird mit Ranulf zum Palast gehen. Wir gehen nach Galia und schlagen unser Lager im alten Schloss auf. Wie kommen wir zum Schloss, Ranulf? Ich werde euch eine Begleitung zur Verfügung stellen. Einer von euch da vorne, schnell. Nein, diese Umstände sind nicht nötig. Wenn es sich in der Nähe befindet, überqueren wir den Fluss und halten uns in westlicher Richtung. Es handelt sich um Schloss Gebal. Geh du schon mal vor, bring die Prinzessin so schnell du kannst zu König Kainegis. Einverstanden. Solch überlegt handelnde Geste hat man selten. Dann entschuldige ich mich jetzt. Der Knabe hat 2 unterschiedliche farbige Augen. Eins ist grün und eins ist braun. Der sieht ja cool aus. Den möchte ich auch in unserer Truppe haben. Oh, und wenn ihr es nicht für allzu aufdringlich haltet, werde ich euch später Lebensmittel bringen lassen. Das wäre wunderbar. Der Weg hier war schwer. Und wir hatten keine Zeit, etwas anderes als gepökeltes Fleisch und Zwieback einzupacken. Dann werden wir euch mit allem versorgen. Prinzessin Elincia, sollen wir aufbrechen? Lebt wohl, ihr alle. Bis später. Ich werde euch bald wiedersehen, nicht wahr? Passt auf euch auf. Irgendwas hat der Vater. Der Schwarze Ritter scheint irgendwie... Weiß ich nicht. Schloss Gebal. Vater. Ike? Wieso bist du noch auf? Ich kann nicht schlafen, da habe ich draußen die Sterne betrachtet. Ich sah, wie du das Schloss verlassen hast. Wo willst du um diese Uhrzeit hin? Das hat nichts mit dir zu tun, Junge. Geh wieder hinein und versuche ein bisschen zu schlafen.
Hörst du bitte auf, mich wie ein Kind zu behandeln? Ich mach das, was ich will, verstanden? Du warst immer schon ein dickköpfiges Kind. Was hältst du von einem Spaziergang, während wir uns ein bisschen unterhalten? Ja. So weit vom Schloss. Verrat mir, Alk, hast du dich an die Höhen und Tiefen des Söldnerlebens gewöhnt? Die Art, wie wir an den Kampf herangehen. Ich bin definitiv ein besserer Kämpfer geworden, aber ich verstehe es nicht. Warum gibst du einem Rekruten wie mir die Verantwortung? Warum beschwerst du dich darüber? Hast du ein Problem damit, autoritär zu sein? Gib mir eine direkte Antwort. Ich bin noch ein Anfänger. Ich schaffe es soeben, meine eigenen Angelegenheiten zu regeln. Ich soll kein Anführer sein. Du kannst es alles lernen. Es wird sich alles von selbst entwickeln und zusammenfügen, sobald du anfängst, Erfahrung zu sammeln. Ich finde das nur seltsam, das ist alles. Vor nicht allzu langer Zeit hättest du niemals so gehandelt. Stimmt etwas nicht, Vater? Warum hast du es so eilig? Ike, erinnerst du dich an deine Mutter? Bitte, wie kommst du jetzt darauf? Beantworte einfach meine Frage. Mal sehen, sie war freundlich, glaube ich. Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Du hast niemals viel von ihr erzählt. Hab ich nicht. Geht nicht so weit weg vom Schloss. Vater? Was ist? Unser Gespräch ist beendet. Lass mich allein und gehe zum Schloss zurück. Wie? Einfach so? Du hast mich gehört, das ist ein Befehl. Kehre sofort zum Schloss zurück. Ich. Gut. Nein, 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 bleib da, Ike. Bleib da. Der hat bestimmt jemanden gehört. Wie kann der denn einfach weggehen, wenn sein Vater sich so komisch verhält? Okay, ich dachte schon. Vater, was geht hier vor? Wo bist du? Der war aber schnell unterwegs. What are you doing? I've been waiting for this for a long time. I would prefer it if you use your proper weapon, so that I might see you at your full strength, General Gawain, Rider of Dayne. That was my name once. But I threw it away. The only weapon I need is right. Yeah. Do you want to die? Your voice. I remember you. Think you can defeat me? The man who taught you how to fight? What a fool. Come on, boy. Come try me. No challenge. No resistance. Father! Don't leave. Don't leave me! Father!
Och Mensch. Unglaublich. Soll ich wirklich glauben, dass das aus meinem Werk geworden ist? Vater! Vater! Ich... Ike. Halt durch! Und? Wirst du mir geben, weswegen ich gekommen bin? Ich habe es nicht. Ich habe es weggeworfen. Du, der du wusstest, was es wirklich ist, willst es weggeworfen haben? Dir fällt doch bestimmt noch eine bessere Lüge ein. Du versuchst es ja nicht einmal. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Es gibt also keine Möglichkeit, dich noch zum Reden zu bringen? Die Toten verraten ihre Geheimnisse nicht, sagt man jedenfalls. Du hingegen... Du bist nicht tot. Noch nicht, ich frage mich. Wenn du sehen würdest, wie das Gesicht deines Sohnes bleich wird, wie seine Augen leblos werden und sein Blut, sein Leben im Boden versickert und erst deine Tochter. Oh, welch Schrecken könnte ich ihr bereiten. Würde das deine Zunge lösen? Vielleicht? Ich denke, das ist eine Überprüfung wert. Was? Nein, Ike! Ike? Ike! Ich habe meine Karten auf den Tisch gelegt. Gib mir, weswegen ich hier bin. Wenn du dich nicht widersetzt, lasse ich dein Kind leben. Stopp! Du wirst meinen Sohn nicht anrühren! Was ist das? Der König der Biester? Wie lästig! Soll ich mich zurückziehen? Was? Du gehst nirgendwo hin! Sag mir, ist der Sohn genauso dumm wie der Vater? Vater! Ike, hör auf, du kannst ihn nicht gewinnen. Aber... Ike! Wie? Du machst nicht weiter? Dann bringe ich es zu Ende. Beinahe. Aber jetzt ist nicht die Zeit, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Für heute darfst du deinen Kopf behalten, Junge. Cool, der kann sich teleportieren. Och Mensch, es tut mir so leid. Verdammt. So eigensinnig, so arrogant. Natürlich, der ihn zu dieser Person gemacht hat, war ich. Vater? Vater, halt durch! Ich kann hier nichts machen, ich muss dich zurück zum Schloss bringen. Hallo Bananenlocke! Das schafft er nicht mehr. Der ist zu schwer verletzt. Habt ihr das Schwert gesehen, was der durch den Bauch bekommen hat? Ike. Vater, du bist wach? Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Später, Vater. Jetzt müssen wir dich zum Schloss zurückbringen. Denk nicht an Rache. Lass diesen Ritter in Ruhe. Bleib fern von ihm. Was? Vater! Bleib beim König von Galia. Lebe hier. Lebe in Frieden. Vater, du darfst nicht so viel sprechen. Es kostet dich so viel Energie. Bitte. Du musst dich um alles kümmern. Unsere Truppe, Alia. Hör auf, du darfst so etwas nicht sagen. Es wird bald hell und dir wird es bald wieder besser gehen.